Das sieht wichtig aus. Lithium. Mein Gott, bist du scary, Mann. Ey! Ey! Ey, das ist neu. Wo bin ich hier? Warum rückt ihr alle so krass auf die Pelle? Das ist nur eine Base. Entspannt euch, das ist meine. Oh, fuck, ey. Jetzt muss ich zurück zur Base und mir einen Kabelsatz holen. Ein paar Geißelkörbchen oder so. Genau. Einfach damit du läufst. Oh mein Gott, wir haben unsere erste Base in Below Zero, Mann. Let's go. Das ist trippy. Eine Energiezelle. Okay, komisch. Ich bin einfach in meiner Seebahn gespawnt. Und vor allem, aus irgendeinem Grund, kann ich jetzt hier drin laufen. Okay, chillig. Ich habe ein bisschen Platz. Ich hatte tatsächlich eines dieser Probleme tatsächlich. Und eins davon war, ich konnte nicht sonderlich tief mit diesem Ding... Sag mal, kannst du mal nicht meinen Scheiß anknabbern? Bist du behindert? Ich kann mit dem Ding nicht sonderlich tief tauchen. Ich komme nur auf 150 Meter. Das bedeutet, wir müssen ein Tiefenmodul herstellen. Um ein Tiefenmodul herzustellen, müssen wir so ein Tauchdock herstellen. Das Ding ist, das Einzige, was mir fehlt tatsächlich, ist gerade derzeit Schmierstoff. Das bedeutet, wir müssen dorthin. Ich habe übrigens mir eine kleine Energiezellen-Ladestation noch nebenbei gebaut. Ich dachte, das wäre auf jeden Fall ein ganz praktisches Nice-to-have. Wie man so unfassbar gruselige Geräusche, ne? Also das ist so, ich würde fast sagen, das ist so das scarieste Sound, den ich bisher so in Subnautica gehört habe. Wobei ich sagen muss, ich habe bisher noch nicht den Shadow Leviathan gesehen, beziehungsweise gehört, was der so von sich gibt. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ich finde, ohne Mist, ne, das ist so eine Sache, die Subnautica einfach richtig macht, ne. Wenn man sich das mal vergleicht mit so anderen Firmen, so, ne. Man muss sich immer noch vor Augen halten, Unknown Worlds ist halt eine Firma so mit nicht sonderlich vielen Leuten, so. Das ist halt so, ich glaube, 22 oder 24 Leute oder sowas, die an diesem Spiel derzeit arbeiten. Und, die sind da massiv hinterher. Du hast alle 2 Monate oder sowas, hast du halt ein ziemlich heftiges Update, so am Spiel. Das muss man sich halt mal vor Augen halten. Und das sind halt so gravierende Sachen, wie zum Beispiel, ey, die Synchro hat nicht gepasst. Gut, okay, wir nehmen die Synchro einfach mal für eine komplette 2 Monate raus und ballern die halt einfach mal um. Dann hast du so Firmen wie Bungie, die da sitzen oder sowas, über 300 Leute haben, die da in der Firma arbeiten und im Endeffekt so Destiny einfach immer noch ass ist. Monatelang wird an dem Spiel irgendwie gesagt von wegen, ey, das und das ist scheiße und da kümmert sich kein Schwanz drum. Wo sind die mit den Hoden? Ich benötige welche mit Hoden. Da! Wir haben ja welche mit Hoden. Okay. Schnell aussteigen. Ah, wer weiß, was wir jetzt unterwegs begegnen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie so ein, was auch immer das da ist. Ich nenne es jetzt einfach mal Trokoptodon. Entgegenlaufen. Zurück zu meiner Base. Ich habe meine Base ein bisschen geupgradet, habe eine 2. Etage drauf gemacht. Aus irgendeinem Grund konnte ich die nicht verlängern. Ich weiß nicht warum. Aber das werden wir schon noch irgendwann rausfinden. Ich werde halt einfach Alter, du bist auf einmal in meinem Ding drin gewesen. Warum sind meine Beine eigentlich über meinem Kopf? So, das haben wir. Genau, ich habe jetzt meine Base so ein kleines bisschen geupgradet auf jeden Fall. Habe jetzt 2 Etagen, in der 2. Etage habe ich noch nichts drin, aber es wird auf jeden Fall irgendwann noch werden. Vielleicht baue ich den so hoch, dass ich halt komplett aus dem Wasser gucken kann. Das wäre natürlich cool, aber dafür brauche ich richtig viel Titan. Schmierstoff wollte ich jetzt machen, genau. Ich kriege ja im Endeffekt kriege ich ja alle meine Ressourcen wieder zurück, falls ich wieder abreiße, ne? War doch irgendwie so. Quadrat. Jetzt habe ich alles. Perfekt. Perfekt, Mann. Wo kann ich es hinbauen? Das ist halt jetzt die Frage. Warum kann ich das nicht hier aufbauen? Hä? Warum kann ich sie nicht hinbauen? Wieso geht das nicht? Wieso kann ich es hier nicht anbauen? Ah, okay, hier. Aha. Aha, gut. Oh, fuck. Plaststahlbarren und emailliertes Glas. Ah, wo kriege ich jetzt emailliertes Glas her? Glücklicherweise war ich nicht allzu faul, was die Lithium-Sache anging. Hab's gesehen, hab's gesucht, hab's gefunden, bin wieder zurückgekommen, hab's gebunkert. Ich baue 2-mal emailliertes Glas. Nein! Tiefenmodul 1, Mann. Nice. Was brauche ich eigentlich für Tiefenmodul 2? 2-mal Rubin, noch ein Plaststahlbarren. Theoretisch gesehen easy machbar. Und 3-mal Nickelerz für den dritten. Haben wir. Ich kann jetzt bis zu 300 Meter tief mit dem Ding. So, und dort hinten müssten Rubine sein. Das bedeutet, dort kriege ich dann auch meine Sachen. Da ist Rubin. Perfekt. Und noch eine größere Goldansammlung. Nehmen wir. Nehmen wir. Oh, es ist fancy unten. Schön. Aber ich muss auf jeden Fall vorher meine Seebahn klar machen. Tiefenmodul 2 muss gemacht werden. Muss gemacht werden. Seebahn. Nice. Jetzt kann ich die Farbe auch ändern. Name Seebahn. Wie nennen wir das Ding? Ute. Schauen wir uns mal Ute an. Ute. Welch ein Zufall, dass auf diesem Planeten, ein wildfremder Planet irgendwo im Weltall, einfach mal genau die normalen Temperaturen hat, die wir auch haben auf unserem Planeten. Das macht ja alles so viel einfacher. Man könnte natürlich auch sagen von wegen, ja, ansonsten würde ja kein Leben existieren. Aber ihr werdet tatsächlich überrascht, an was für Situationen Leben existieren kann. Also, es gibt tatsächlich Fische in weiß
ich was für Druckzahlen, in weiß ich was für Hitzen, so teilweise an den übelsten Unterwasservulkanen und so. Und die leben tatsächlich davon. Da unten ist kein Licht, da unten ist unglaubliche Hitzen bis zu 200 Grad und die schwimmen da einfach durch. Und das ist für die einfach gar kein Problem. Das ist halt das Krasse. Ein wunderschönes Bleiaufkommen, muss ich finden. Hoha! Da ist der Crab. Wir hätten definitiv auch auf einem Planeten sein können, der absolut nicht klar geht für Menschen. Alter Schwede, ey. Ich find's interessant, dass ich da einfach so vorbei swimmen kann, ne? Ich stehe einfach daneben. Es sind Millionen Grad heiß dort unten wahrscheinlich. Fuck it, dann zurück zur Seebahn. Zurück zu Ute. Da steht jetzt sogar Ute dran. Ah, ich bin begeistert. Ohne Scheiß. Ute ist ein cooler Name für die Seebahn. Ich weiß nicht, irgendwie passt das. Ute, bin ja auf dem Weg. Bin gleich da. Guck mal, wie schick du aussiehst. Ich glaube, du hast nicht die Farben, die ich eigentlich ausgewählt hatte, aber mir egal, trotzdem cool. Das wäre auch so eine Sache, die würde mich unfassbar beunruhigen. Stell mal vor, du springst aus Versehen fällst du von Bord von irgendeinem Schiff und dann hängst du dann fest. Viel Spaß, wenn du unter Wasser gehst und dann hörst du diese Geräusche, ne? Ich würde ohne Mist, ich würde einfach so tief tauchen, bis ich nicht mehr hochkommen kann. Aus eigener Kraft. Ich würde nicht überleben wollen in so einer Gegend, sagen wir mal so. Ich will mir das nicht antun, ich hätte zu viel Schiss. Okay, ich muss zurück in meine Base. Fake Fluid Intake. Den einen oder anderen Fisch werde ich schon immobilieren können. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Ah, ich brauche mein Tiefenmodul. Warte, komm her. Jetzt muss ich das Ding ernsthaft abdocken, damit ich mir mein Fragment holen kann, oder was? Gib her. Shit. Ich glaube, ich habe ein Problem. Oh ja, ich habe ein Problem. Schnell hoch hier, Mensch. Oh mein Gott. Huh. Holy Bejesus. Daran habe ich jetzt mal gar nicht gedacht. Gut, unter 150 Meter, wenn man das Tiefenmodul rausnimmt, könnte gefährlich werden. Das war auch so krass, Mann, der Trailer, ne? Ohne Mist. Den haben sie richtig gut gemacht, Mann. Die haben schon wieder richtig gezeigt, was sie können. So einfach die Dinger, die sie halt machen, sind einfach so kreativ und schön gebastelt. So mit Mühe halt einfach auch gemacht. So. Keine Ahnung. Wir reden hier immer noch von einem Spiel, was 20 Euro im Early Access kostet, ne? Es ist nichts Teures oder so. Es ist halt wirklich wenig Geld für so ein unfassbar gutes Spiel. Ute... Du bekommst jetzt ein verdammt gutes Upgrade. 500 Meter kann ich jetzt mit dem Ding erreichen. 500 Meter. Ohne Mist, ich weine, wenn mir dieses Ding jetzt kaputt gemacht wird, ne? Also ich weiß nicht, was dort unten ist, sagen wir mal so. Aber es sind schon sehr viele Fische oder sowas, die mir sehr hart auf die Pelle rücken. Weil ich muss dazu sagen, die Seebahn ist doch relativ langsam. Aber es gibt tatsächlich Mods dafür. Cool. Yo. Wir sind hier unten drin. Nice. Wurde mal Zeit. Was gibt's hier? Ich geh mal kurz raus, mal gucken, was hier so geht. Was ist mit dir? Du siehst ein bisschen arschlochmäßig aus. Kann ich nicht lügen. Wir haben unser Titan. Wir haben unser Magnetit. Also das Übliche halt, ne? In erster Linie. Da! Ich hab schon wieder das Kästchen um meinem Kopf. Was ist denn das? Du bist spacey. Ich werde dich mal scannen. Generic Big Plant. Ey! Ey, das ist so ein Ding. Wenn du glaubst, du kannst so nah kommen... Spüre mein Messer. Es würde mich mal interessieren, was war nochmal für das Tiefenmodul 3? Was brauchte man da nochmal? Warte mal, ich habe das Tiefenmodul 3 drin, oder? Ne, ich habe Tiefenmodul 2 drin. Das Tiefenmodul 3 war sehr günstig. So ist es halt, Mann. Ohne Mist. Du hast eins und du willst einfach mehr.